preist dem Herrn. Der Herr gab mir diese Woche wirklich eine Message für dieses Wochenende, auch weil Pastor Arno hier ist. Und diese Message von heute knüpft an der Message, an der Botschaft vom letzten Sonntag an. Denn wir haben ja über längere Zeit haben wir über die 7 Dispensationen gesprochen. Dann kam Ostern, da haben wir auch über die Ewigkeit gesprochen. Und dann als Abschluss von dieser Reihe eigentlich 7 Dispensationen haben wir uns gefragt, wo stehen wir prophetisch? Wo steht die Menschheit heute prophetisch? Denn die Menschheit steht prophetisch an einem Punkt. Denn die Bibel schweigt nicht zu diesem Thema. Und die meisten Prophetien für die Nationen, das ist, so nennt es die Bibel, haben sich erfüllt. Okay? Und wir sind am Ende, bevor Jesus wiederkommt. Und ich sage dir, das ist das Beste, was uns passieren kann. Dass Jesus wiederkommt. Kein Krieg mehr, kein Morden mehr, kein Zerstören mehr, keine Giftgasangriffe mehr. Wenn Jesus wiederkommt, wird er das Friedensreich aufrichten. Amen. Und all das, was die Politik heute versucht hinzukriegen und hinzubringen und doch nicht schafft, wird wahr, wenn Jesus Christus wiederkommt. Das ist die gesegnete Hoffnung, die wir haben. Die Gemeinde wird 7 Jahre vorher in den Himmel entrückt, zu Jesus genommen, weil wir sind die Braut. Wir sind die Kala, das ist das hebräische Wort dafür. Als Jesus, und Pastor Arno hat es schon angesprochen, als Jesus am Kreuz hing und er sagte, it is finished, es ist vollbracht, wohl der berühmteste Ausspruch, den er sagte, den die meisten Leute kennen, vom Kreuz, es ist vollbracht, bedeutet das, Jesus hat ja nicht Griechisch gesprochen, aber das, da es im Johannesevangelium steht, und Johannesevangelium, 19. Kapitel, ist ja eben Neues Testament. Das Neue Testament wurde in Griechisch übermittelt. Aber Jesus hat nicht Griechisch gesprochen in Johannes 19 und Vers 30, sondern Jesus redet ja Hebräisch, Aramäisch. Und das Wort für finished, das Wort für vollbracht, ist das Wort Kala. Okay? Kala ist das Wort für vollbracht und Kala hat eben eine Doppelbedeutung. Auf der einen Seite bedeutet es ist vollbracht, zu Ende, finished. Und auf der anderen Seite bedeutet es Braut. Im Hebräischen bedeutet dieses Wort nicht nur zu Ende, vollbracht, sondern es bedeutet ebenfalls die Braut. Als Jesus am Kreuz hing, sagte er, aufgrund dessen, weil der Brautpreis am Kreuz für uns bezahlt wurde, sagte er, meine Braut. Und das ist die Gemeinde. Und Jesus braucht diesen lieblichen Ausdruck für seine Liebste. Die Gemeinde ist der Leib Christi von allen gläubigen Christen weltweit, also nicht einfach nur uns, sondern weltweit, der Leib Christi aus allen Nationen, aus allen Rassen, aus allen Hauptfarben, die Menschen, die Jesus lieben, die Menschen, die von neuem geboren sind, das ist die Braut weltweit. Jesus sagte am Kreuz, meine Braut. Halleluja, ist das nicht wunderbar? Und deswegen ist der Hauptausdruck für die Church, für die Gemeinde, der Hauptausdruck ist eigentlich eben Braut. Weil er ist der Bräutigam. Jesus ist der Bräutigam, wir sind die Braut. Und wenn wir von ihm entrückt werden und 7 Jahre vorher im Himmel sind, dann ist Hochzeitsfest. Halleluja. So lieblich spricht die Bibel. Die meisten von uns haben gehört, dass die Bibel von einem zornigen Gott redet, der die Menschen gemäß Offenbarung richtet. Jesus spricht vor allem eben auch von der Braut. Aber die Braut offenbart sich nicht in Endzeitprophetie, weil die Braut ist ein Geheimnis. Deswegen ist Endzeitprophetie spricht nie über die Braut, nie über dich und mich. Endzeitprophetie spricht über den Lauf der Welt. Und zwar das, was Jesus sagte. In Matthäus 24, kannst du mir vielleicht zuerst Vers 3 noch geben?
Das, was Jesus erklärte, als die Jünger fragten, was wird das Ende der Weltzeit, dieser Weltzeit sein? Das ist Matthäus 24 und Vers 3. Die Jünger stellen Jesus drei Fragen. Als sie auf dem Ölberg saßen, traten sie hinzu und sie sagten ihm, sag uns, oder sie sprachen zu ihm, sag uns, wann wird all dies geschehen? Weil Jesus sagte, seht ihr Jerusalem, ein Stein auf dem anderen jetzt stehen, all das wird zerstört werden. Kein Stein wird mehr auf dem anderen sein. Und die Jünger nehmen das auf und sie fragen Jesus, Jesus, wann wird das geschehen? Wann wird kein Stein mehr auf dem anderen stehen hier in Jerusalem? Wann wird dies geschehen? Das ist eben die Frage dann auf das, was Jesus im Vers 2 vorher sagte. Und was wird, das ist die zweite Frage, das Zeichen deiner Wiederkunft sein? Und die dritte Frage, die die Jünger Jesus stellen, ist, und das Ende der Weltzeit. Was wird das Zeichen des Endes der Weltzeit sein? Endzeitprophetie, Bibelprophetie hat nie mit der Church, mit der Braut, mit dem Leib zu tun. Weil die Braut wird entrückt. Endzeitprophetie hat immer mit der Welt und der Weltzeit zu tun. Okay? Und das ist ganz wichtig, dass du das verstehst. Die Bibel sagt so viel über den Lauf der Welt. Wir leben momentan in den Zeiten der Heiden. Weil das kommt aus der Perspektive Jerusalems. 70 nach Christus, als das passierte, kein Stein mehr auf dem anderen, wurde Jerusalem zerstört. Und seit 70 nach Christus, also wir reden hier vor rund 2000 Jahren zurück, seit rund 2000 Jahren, ja sogar länger, grundsätzlich schon seit eigentlich rund 2500 Jahren, weil es geht zurück in die Zeit von Nebukadnezar, stand Jerusalem immer unter der Herrschaft oder die meiste Zeit unter der Herrschaft der Nationen. Und das ist bis zum heutigen Tag so. Jerusalem gehört nicht in dem Sinn, Israel ist unter Kontrolle der Vereinten Nationen. Okay? Jerusalem gehört nicht Israel. Jerusalem ist unter der Kontrolle der Vereinten Nationen. Verstehst du? Das heißt, Jerusalem wird kontrolliert von der UN. Okay? Habe ich was Falsches gesagt? Jerusalem ist unter der Kontrolle der Vereinten Nationen, nicht unter der Kontrolle und unter der sozusagen Herrschaft von Israel, weil die UN kontrolliert dieses Gebiet. Und deswegen ist es immer der Zankapfel von allen. Okay? Deswegen alle wollen Ansprüche eben geltend machen für Jerusalem. Die einen sagen, das ist unsere Hauptstadt, die anderen sagen, nein, unsere Hauptstadt. Der Zankapfel war immer Jerusalem. Und bis zum heutigen Tag ist Jerusalem unter dieser Kontrolle. Und diese Prophetie hat sich schon lange erfüllt und läuft jetzt zu Ende, weil wir leben in der 11. Stunde. Das war das Thema vom letzten Mal. Wir sind die 11. Stunde Generation. Denn Jesus gab ein Gleichnis. Und in diesem Gleichnis erklärte er, das ist das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Denn der Hausherr geht hinaus und er stellt zur ersten Stunde, das morgens um 6 in Israel, das ist die erste Stunde, stellt der Arbeiter ein für seinen Hausherrn, für seinen Weinberg, stellt der Hausherr Arbeiter ein. Und er macht mit ihnen einen Vertrag, er kommt mit ihnen überein und zwar schließt er einen Vertrag ab, wie viel sie bekommen, wenn sie von morgens 6 bis abends um 6 in diesem Weinberg des Hausherrn, der Hausherr steht für Gott, arbeiten. Das ist die erste Stunde, die dort arbeitet. Diese Leute arbeiten 12 Stunden im Weinberg. Die erste Generation arbeitet 12 Stunden im Weinberg. Und weil ein Vertrag abgeschlossen ist, ist das ein Bild von Israel vor dem Kreuz. Also das heißt, ein Bild von den Arbeitern, die im Weinberg gearbeitet haben, unter dem Gesetz. Aber dann, zur dritten Stunde, das wäre dann 9 Uhr morgens, findet er wiederum Leute untätig dastehen und er sagt, kommt mit mir und helft in meinem Weinberg. Und er stellt eine Generation ein und man nennt sie die Generation, die Arbeiter der dritten Stunde. Die helfen dann ebenfalls bis abends um 6 in diesem Weinberg mit. Dasselbe tut er zur sechsten Stunde, das wäre unsere Zeit, 12 Uhr nachmittags. Er findet wiederum einige untätig dastehen
Und er sagt, kommt, helft auch ihr mit und arbeitet im Weinberg. Und er stellt eine dritte Gruppe ein, die sechste Stunde Gruppe Arbeiter. Das ist die sechste Stunde Generation. Das wäre bei uns 12 Uhr mittags. Und es geht weiter. Was denkst du, was kommt als nächstes? Ist ein Dreisatz, oder? Dann kommt die neunte Stunde. Das wäre 15 Uhr nachmittags bei uns. Okay, unsere Zeit. Nach unserem gregorianischen Kalender und Zeitrechnung. Aber man nennt es in Israel die neunte Stunde. Die neunte Stunde Arbeiter. Die werden um 15 Uhr nachmittags eingestellt. Und bemerke, sie arbeiten ja nur bis 18 Uhr. Das ist die neunte Stunde Arbeiter, die dann kommen. Und dann denkst du, alle arbeiten jetzt im Weinberg und alle bekommen dann gemäß der Zeit, wie sie gearbeitet haben. Das heißt, die, die zuerst eingestellt wurden, ist ja logisch, weil sie länger gearbeitet haben und mehr Schweiß hatten, unter der größeren Hitze gearbeitet haben, denken wir, die bekommen ja am Schluss des Tages ganz sicher mehr Lohn für 12 Stunden Arbeit, als für die, die erst um 15 Uhr eingestellt wurden, die neunte Stunde, die bearbeiten ja nur 3 Stunden, also die bekommen ja eigentlich nur einen Bruchteil von dem. Aber weißt du was, das hört hier nicht auf. Der Herr mag es, die Dinge so klar auszudrücken, wie sie heute in und durch die Zeichen der Zeit stehen. Es gibt noch eine elfte Stunde. Und diese elfte Stunde, das ist die am 5 Uhr nachmittags. 5. Und er findet tatsächlich noch Arbeiter um 5 Uhr nachmittags. 5 Uhr nachmittags, die nur noch eine Stunde zu arbeiten haben. Also nur noch eine Stunde von 17 bis 18 Uhr. Und er sagt, hey, ihr steht unnötig und untätig da. Kommt, helft auch ihr mit im Weinberg. Und er findet Arbeiter zur 11. Stunde. Und die sagen, natürlich, wir haben sonst nichts zu tun. Wir kommen gerne und helfen mit. Und sie arbeiten diese letzte Stunde, weil am Abend kommt der Hausherr zurück und er verteilt jedem den Tageslohn. Und er ruft die, die zuletzt eingestellt wurden, die letzten werden die ersten sein, ruft er zuerst zu sich und er gibt ihnen einen Denar. Und die sagen, wow! Das ist extrem cool und viel. Gütig bist du, großer Herr. Und dann tut er das mit der 9. Stunde, mit der 6. Stunde, mit der 3. Stunde und mit der Generation der 1. Stunde, die die 12 Stunden von morgens bis abends 6 gearbeitet haben. Und alle denken, ja, wir bekommen 100 Denare. Sie bekommen genau dasselbe. Einen Denar. Alle Arbeiter, unabhängig von der Arbeitslänge, bekommen dasselbe. Und die werden sauer. Die werden echt sauer. Die sagen, was? Wir haben viel länger gearbeitet. Wir waren viel länger eingestellt. Und er gibt ihnen dasselbe. Welche von den Arbeitergruppen sind die Gesegnetsten? Die, die 12 Stunden in der Hitze gearbeitet haben? 5 Liter Wasser verloren haben. Soll das mal im Sommer in Israel sein? Tat. Oder sind die, die um 5 Uhr nachmittags noch für eine Stunde eingestellt wurden, welche sind die gesegnetsten von allen? Die 5 Uhr nachmittags Arbeiter, die nur noch für eine Stunde, also die 11. Stunde Generation, nur noch die, die eine Stunde gearbeitet haben, das sind die gesegnetsten. Denn die hatten in dem Moment all das, was die Vorgehenden hatten, kombiniert in einer Stunde. Boom. Und das nennt sich diese Arbeiter der 11. Stunde. Das ist übrigens in Matthäus 20, wir gehen nicht dorthin, weil wir haben es letztes Mal ausführlich angeschaut. Diese Arbeiter sind die Arbeiter der 11. Stunde Generation. Und das ist, was für eine Generation? Die Generation der Endzeit. Das sind die Letzten, die arbeiten, bevor Jesus wiederkommt. Denn der Hausherr
kam zurück. Am Abend, die 11. Stunde Generation, war nur noch eine Stunde von seiner Wiederkunft entfernt. Die Bibel sagt, Jesus kommt um Mitternacht zurück. Spielt gar keine Rolle, ob es zwischen 15 und 18 Uhr ist oder zwischen 11 Uhr nachts und mitternachts. Beides ist eine Stunde. Das verbleibt. Die 11. Stunde Generation ist die letzte Generation der Endzeit, die am meisten bekommt für die wenigste Leistung. Was für ein Bild von Gnade. Was für ein Bild von Gnade. Denn Gnade ist ja genau diese Botschaft, die wir ständig hören. Dir wurde vergeben, du bist gerecht gemacht worden, du musst dafür nichts leisten. Amen. Just flow with the Spirit. Fließe einfach mit dem Geist. Das ist die letzte Stunde Generation, die 11. Stunde Generation. Und weißt du, was eben geistlich passiert in dieser letzten Stunde? Weil Jesus sagte, die Nacht wird kommen, wo niemand mehr wirken wird. Okay? Wann ist in Israel Nacht? Wann ist der Abend? Ab 18 Uhr abends. Die Nacht wird kommen, ab 18 Uhr arbeitet niemand mehr. Die Nacht wird kommen, wo niemand mehr wirken wird. Aber die letzte Stunde vorher, das werden die sein, die wirken. Aber nicht aus ihrer eigenen Leistung, weil sie wirken via Gnade. Sie wirken mit der Gunst, die sie haben. Halleluja. Preis dem Herrn. Und geistlich gesehen passiert das. Kannst du mir das zweite Bild geben? Das mit der Weltkugel? Geistlich gesehen passiert das. Die 11. Stunde Generation. Für die 11. Stunde Generation vereinen sich alle Segnungen der vergangenen Generationen, die vereinen sich, und zwar für die 11. Stunde Generation. Alle Segnungen der vergangenen Generationen, also von der 3., von der 6. und von der 9. Stunde, vereinen sich die in der letzten Generation Gottes Leben. Das ist, was geistlich passiert. Weil es sind die, die am wenigsten mit Eigenleistung etwas tun. Sie haben ja nur noch eine Stunde, aber sie bekommen gleich viel. In dieser letzten Stunde wird das, was der Segen der 3., der 6. und der 9. Stunde war, vereinigt für die 11. Stunde. Und der Herr sprach zu mir diese Woche. Und er sagte mir, wenn du wissen willst, weil das ist der Titel der heutigen Botschaft, die Segnungen der 11. Stunde Generation. Er sagte, wenn du wissen willst, was diese Segnungen sind der 3., 6. und 9. Stunde für die 11. Stunde Generation, dann musst du ins Wort gehen und du musst nachschlagen, was ich zu sagen habe zur 3., 6. und 11. Stunde. Und ich tat das. Google sei Dank. Oder so ein Bibelkonkordanz ist auch gut. Eigentlich war es bibleserver.com. Das ist so der biblische, das ist der christliche Google. Okay, bibleserver.com. Und ich tat das. Tippte ein. Meine Übersetzung, Elberfelder Übersetzung, Schlachter Übersetzung. Und ich dachte, okay, und ich beziehe mich aufs Neue Testament. Also ich schaue nicht im Alten Testament, sondern ich beziehe mich wirklich nur aufs Neue Testament. Ich tippte ein, 3. Stunde, 6. Stunde, 9. Stunde. Und ich dachte, jetzt kommen 3 Millionen Treffer. Und zu meiner Überraschung gibt es nur eine Stelle über die 3. Stunde nach dem Kreuz. Eine einzige. Da gibt es ein paar Treffer, so 2, 3, 4, über die 3. Stunde vor dem Kreuz, also in den Evangelien,
Aber nach den Evangelien, nachdem Jesus am Kreuz war und nachdem er ans Kreuz ging, gibt es nur noch einen Treffer, wo aussagt, wo es um die dritte Stunde eines Tages geht. Wir reden nicht von der Nacht. Also wir reden nicht von 3 Uhr morgens in der Nacht, okay? Sondern von der dritten Stunde des Tages. Boom, ein Treffer. Ich dachte, ha, das ist interessant. Da muss man ja gar nicht viel studieren dabei. Wenn es nur ein Treffer gibt, der darüber aussagt, was in der dritten Stunde des Tages passiert, dann ist das, was der Herr uns sagen will, was der Segen der dritten Stunde ist. Weil wir wollen ja wissen, was ist der Segen der dritten, sechsten und neunten Stunde für die unsere heutige Grace-Generation der letzten elften Stunde. Weil alle Vorgehenden vereinen sich in dieser elften. Weil sie sind die Gesegnetsten. Und das ist der Treffer. Apostelgeschichte 2. Das ist der Treffer. Und that's it. Das ist der Segen. Denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint. Es ist die erste, dritte Stunde des Tages. Was wäre das in Israel? 9 Uhr morgens. Die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Halleluja. Es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott. Da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Auf eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure jungen Männer werden Gesichter sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Halleluja. Das ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Pentecost. Pfingsten, Apostelgeschichte 2, ist Pfingsten der Start zum Gnadenzeitalter. Denn die erste Stunde ist ja die Generation des Gesetzes, die hatten einen Vertrag. Das Gesetz Mose ist ein Vertrag von Sinai. Wirst du allem gehorchen, was in den Gesetzen, in meinem Buch steht, dann wirst du gesegnet werden. Das ist ein Vertrag, siehst du? Blessing and cursing, Fluch und Segen. Wenn du das tust, wirst du das. Wenn du das tust, wird das. Das ist ein Vertrag. Aber die dritte Stunde, die bekommen nämlich, und das heißt es auch dort, wir werden noch nicht dorthin gehen, aber das heißt es in Matthäus 20, die werden bekommen gemäß dem, was Recht ist. Und das ist dasselbe Wort wie in Römer für Gerechtigkeit. Halleluja. Die werden bekommen, was Recht ist. Okay? Right. Mit dem Rechten, okay? Was Recht ist, boom. Vergeben, gerecht. Amen. Was Recht ist, Halleluja. Sie bekommen, was gerecht ist. Die haben keinen Vertrag, okay? Sondern was haben sie? Sie bekommen gemäß dem, was Recht ist. Preis dem Herrn. Die dritte Stunde. Was ist das für eine Generation? Die vor 2018 Jahren. Die Generation, die nach dem Kreuz. New Covenant Generation. Die Generation des neuen Bundes. Die beginnt mit der dritten Stunde. Zur dritten Stunde wurde der Heilige Geist gegeben. Zur dritten Stunde vor 2000 Jahren begann das Gnadenzeitalter. Halleluja. Haben wir diesen Segen heute? Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Also haben wir den Segen der dritten Stunde auch für uns? Amen. Also verstehe jetzt gut. Spiritually, geistlich gesehen, diese dritte Stunde hatte diesen Segen, denn die alle dachten, die haben eine gute Zeit. Die sind alle ein bisschen betrunken. Die sind all voll süßen Weins. Nein, sie waren voll von neuem Wein. Sie waren voll von Gnade. Denn neuer Wein ist immer Grace. Sie waren voll des neuen Weines, voll von Grace. Halleluja. Du und ich können voll Gnade sein. Voll des neuen Weines. Amen. Das ist der Segen der dritten Stunde. Diese Stunde hatte diesen Blessing, diesen Segen. Haben wir heute diesen Blessing? Absolut. Also was ist der nächste Segen? Das ist die nächste Arbeiterschaft, die sechste Stunde. Und zu deinem Erstaunen, wenn du googeln würdest, oder eben Bible Server, das ist das christliche Google, wenn du das tun würdest,
dann kämen nicht 500 Bibelstellen. Überhaupt nicht. Sondern was kommt, ist Johannes 4 und Vers 6. Es war aber dort Jakobs Brunnen, weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen, es war um die sechste Stunde. Das ist die Stelle, die du findest zur sechsten Stunde. That's it. Es war die sechste Stunde. Es gibt nur noch eine andere Stelle im Neuen Testament über die sechste Stunde. Das ist, wo Cornelius und Petrus beide beten und sich dann finden in Apostelgeschichte 10. That's it. Das war's. Das ist die Geschichte, wo Jesus sich hinsetzt, die Frau am Brunnen. Er begegnet ihr. Aber weißt du, um was es hier in dieser Konversation geht? Das ist Johannes 4, siehst du das? Kannst du mir Vers 23 geben? Jesus landet das Baby hier. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter, Worship, die sechste Stunde Generation ist die Generation der Anbetung. Halleluja, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Kannst du dir jetzt vorstellen, dass spätestens jetzt ich ziemlich begeistert war diese Woche? Sagte Arno ist da, das Lobpreisteam ist da und der Segen der sechsten Stunde ist Worship. Der Segen der ersten Stunde ist Spirit and Truth. Geist und Wahrheit, damit wir überhaupt richtig anbeten können. Der zweite Segen ist Anbetung. Der erste Segen ist Erfüllung, Pentecost, Pfingsten mit dem Heiligen Geist. Das ist der zweite Segen. Aber es gibt ja noch die neunte Stunde. Nochmals, alle Segnungen der dritten, sechsten und neunten vereinen sich in der elften. Also was ist die Segnung der neunten Stunde? Du kannst mir geben, Apostelgeschichte 3, Vers 1 und 2. Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf um die neunte Stunde. Da man zu beten pflegte und es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war von Mutterleib an, den man täglich dort in diese Pforte, vor diese Pforte setzte. Rate mal, was mit diesem Mann geschah. Der Lahme wurde geheilt. Halleluja. Das ist der Segen der neunten Stunde. Denn es war um die neunte Stunde, als sie zum Tempel gingen. Und das Resultat, weil sie um die neunte Stunde zum Tempel gingen, war, der Lahme wird geheilt. Wow. Und jetzt schau an, was passiert in unserer Generation. In unserer Generation, der Gnadengeneration, in dieser Generation, in dieser Church, in dieser Gemeinde. Das ist, was der Herr tun will. Er will uns erfüllen mit dem Heiligen Geist. Das ist das Grundpaket. Dann will er, dass wir anbeten wie nie zuvor. Denn das Resultat der Anbetung wird Heilungen über Heilungen und Heilungen sein. Halleluja. Nicht nur körperliche Heilungen, sondern auch Glaubensheilungen, wenn Menschen lahmen in ihrem Glauben, wenn Menschen lahm sind durch das Gesetz, das sie jahrelang mit sich herumgeschleppt haben, wie Mephibosheth, der lahm war, aber am Schluss zum Tisch des Königs sitzen durfte. Amen. Der gelähmt war, weil die Hebamme einen Fehler machte. Nicht der Bund, der mit ihm gemacht wurde, mit Jonathan und David, der geschlossen wurde, von dem Mephibosheth nicht wusste, dass er von dem Bund profitieren konnte. Nein, die Magd, und die Magd steht immer für Gesetz, hat ihn fallen lassen bei der Flucht, nicht den Bund. Den Bund, der Bund hat ihn nicht fallen gelassen. Als kleiner Junge, als die Magd flüchtete, weil sie nicht wusste, dass
Jonathan und David einen Bund abgeschlossen haben und Mephibosheth, der kleine junge Nutznießer dieses Bundes ist, das ist ein Bild für viele Christen heute. Sie wissen zwar, sie leben im neuen Bund, aber er nützt ihnen nichts, weil sie noch so sehr und so schwer unter den 10 Geboten stehen, weil sie noch so sehr unter dem Gesetz stehen und weil sie vermischt sind zwischen Gesetz und Gnade. Und hör mir jetzt gut zu, das Gesetz ist immer ein Schatten. Das Alte Testament ist immer ein Schatten vom Realen. Das Reale ist Jesus. Grace has a face. Gnade hat ein Gesicht. Das ist Jesus. Das Gesetz war als Schatten da, um auf Jesus hinzuweisen. Aber es war eben der Schatten. Und jetzt hier ist was passiert, seit Jesus gekommen ist. Johannes 1, Vers 16 und 17. Gnade über Gnade hat das Gesetz aufgehört für dich und mich. Er kam, um es zu erfüllen. Für dich und mich ist es erledigt. Aber wenn man jetzt das Gesetz weiterhin neben dieses zarte Pflänzchen Gnade stellt, dann ist Gnade neben dem Gesetz nie überlebensfähig. Deswegen kannst du nie Vermischung haben. Entweder oder. Denn das zarte Pflänzchen der Gnade stirbt im starken Schatten des Gesetzes. Was ist das Todesurteil für eine junge Pflanze? Stell sie in Schatten. Das ist ihr Todesurteil. Entziehe ihr das Sonnenlicht. Entziehe ihr das künstliche Licht. Entziehe ihr Licht. Stelle sie in den Schatten und sie wird eingehen. Und das passiert mit der wunderbaren Botschaft der Gnade, wenn Leute denken, wir müssen das ausgleichen, die Gnade Gottes, wir müssen die Balance halten, wir müssen die Gnade neben das Gesetz stellen, dass die Leute nicht allzu crazy werden, dann passiert eben nicht 50% Gnade und 50% Gesetz, sondern wenn du die Pflanze in den Schatten stellst, stirbt sie. Deswegen sagt Pastor Joseph Prince immer, Gnade kann in der Gegenwart des starken Gesetzes nicht existieren. Das Pflänzchen hat zu viel Schatten, weil das Gesetz ist ein Schatten. Das Pflänzchen braucht Sonnenschein. Das Pflänzchen braucht Licht. In ihm war das Leben und das Licht. Die Pflanze braucht nur noch eins, Jesus. Halleluja. Amen. Leute, auch wenn heute, was wir heute erleben, ist Jesus. Weißt du, es muss nicht alles perfekt sein auf der Bühne. Es muss nicht alles perfekt sein. Es muss nicht jeder Takt immer perfekt stimmen. Ich habe lieber Jesus auf der Bühne als immer nur perfekt. Amen. Denn Jesus sagt, wo perfekt ist, braucht es mich nicht mehr. Amen. Wo Vollkommenheit herrscht, braucht es den Herrn nicht mehr. Jesus kam nämlich für die Unvollkommenen. Jesus kam für die Unperfekten. Jesus kam für die Sünder. Jesus kam für die, die Mangel haben an Perfektion. Jesus kam für die, die unvollkommen sind, weil die brauchen Jesus. Die Perfekten brauchen Jesus nicht. Amen. Amen. Deswegen, wir brauchen den Pastor Arnau. Amen. Ich werde nicht perfekt. I admit. Arme hoch. Beide Arme hoch. Füße hoch und dann. Deswegen brauchst du Jesus. Weil er vergibt dir. Perfekte brauchen keine Vergebung. Und Perfekte brauchen keine Gerechtigkeit. Weil es stimmt ja schon alles an ihm. Aber Unvergebene brauchen Vergebung. Ungerechte brauchen Gerechtigkeit.
Und für das kam Jesus. Jesus kam, damit dieses Pflänzchen wachsen kann. Und dieses Pflänzchen gehört der 11. Stunde-Generation. Wir vereinen alle Segnungen der vorgehenden Generationen. Puff! In der 11. Stunde. Du sagst, ja, warum bist du so sicher, dass diese 11. Stunde, vielleicht sind wir da nochmals irgendwie später, oder vielleicht sind wir schon drüber hinaus, oder vielleicht sind wir die 9., die 6., oder was auch. Ja, aber weißt du, eben, es ist ja 5 Uhr. Die 11. Stunde ist gemäß unserem Kalender 5. 5 o'clock. Und 5 steht für Grace. Amen. Und die Erfüllung, was Jesus dann nachher den Jüngern sagte, als sie ihn fragten, wann wird das Ende dieser Weltzeit sein, ist, als Jesus ihnen sagte, ein Heidenvolk wird gegen das andere aufstehen und sich erheben. Und damit meint Jesus in jüdischem Verständnis einen Weltkrieg. Und dieser Weltkrieg war da. Und weißt du, wann er aufhörte, der erste Weltkrieg? Am 11.11. um 11 Uhr. 11 Monate nach der Befreiung Jerusalems durch General Allenby, dort hat eigentlich der Erste Weltkrieg aufgehört, ein Jahr vorher, dann um 11 Uhr am 11.11. wurde er beendet, der Erste Weltkrieg. Der Zweite ist nur eine Weiterführung, weil dann die Verträge, die abgeschlossen wurden, ein Haufen Zeugs politisch etc. etc. Der Zweite war dann nur eine Weiterführung, also der 11.11. um 11 Uhr, 11 Monate nach der Zurückgewinnung Jerusalems. Von dem Moment hat sich die Prophetie erfüllt, die Jesus sagte, ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben. Es gab in der Geschichte der Menschheit nur einen Weltkrieg. Alles andere waren lokale Konflikte. Und Jesus prophezeite. Und das war die Antwort auf die Frage der Jünger, wann ist das Zeichen des Endes der Weltzeit? Jesus sagte, wenn ein Heidenvolk sich gegen das andere erheben wird. Das heißt, die Generationen, die vom 11.11.1918 ab 11 Uhr, das ist die Generation, von da an startete die 11. Stunde-Generation. Und wir sind mitten da drin. Wir sind am Ende. Und weißt du, was am 11.11. dieses Jahres ist, 2018? 100 Jahre seit Beendigung des Weltkrieges. Halleluja. Das heißt, wir sind mitten in dieser 11. Stunde-Generation. Und du und ich sind am Ende dieser 11. Stunde. Du und ich sind die Arbeiter, die ganz am Schluss der 11. Stunde jetzt an der Reihe sind. Ich glaube, dass diese Generation wir die Entrückung erleben wird, die Wiederkunft Jesus. Das ist, was ich glaube. Die prophetischen Zeichen sind alle, die meisten sind erfüllt. Verstehst du? Die meisten sind erfüllt. Warum war es nicht die Generation von 1945 oder vorher, die Kriegszeit des Zweiten Weltkriegs? Der Staat Israel musste zuerst geboren werden. Der Erste Weltkrieg löste für Israel was aus? Die zionistische Bewegung. Das Ende des Ersten Weltkrieges löste eine ganz starke zionistische Bewegung aus, wo sie zurückgingen ins palästinensische Land zu dieser Zeit, nach Palästina, und Israel wieder anfingen aufzubauen. Das war die Folge des Ersten Weltkriegs. Die Folge des Zweiten Weltkriegs war nie wieder ein Holocaust. Die Folge des Zweiten Weltkriegs war, Israel bekommt seinen eigenen Staat, seine eigenen Grenzen, sein eigenes Land, the State of Israel. Das war die Folge des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Diese zwei Zeichen mussten sich zuerst erfüllen. Halleluja. Deswegen war Nazi-Deutschland nicht der Antichrist. Verstehst du? Weil das Zeichen des Staates noch nicht erfüllt war. Aber das ist jetzt erfüllt. Halleluja. Und wir sind 100 Jahre nach Beendigung des 11.11. Weißt du, wie
das Kriegsende verkündet wurde 1918, mit Trompeten an allen Fronten. An allen Fronten verkündet sie sie mit Trompeten. Die 11. Stunde Generation wird entrückt, wenn sie die Posaune hört. Halleluja. Und weißt du, weswegen sind wir immer noch hier? Was ist der Grund? Warum sagst du, warum sind wir nicht schon lange im Himmel? Und warum ist Jesus nicht schon lange wiedergekommen? Simpel und einfach, weil er Geduld hat mit den Menschen. Er ist langmütig. Er möchte, dass niemand verloren geht, sondern dass alle gerettet werden. Halleluja. Alle Häupter geneigt, Augen geschlossen. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, Pastor Erich, ich möchte zu dieser 11. Stunde Generation gehören. Das bedeutet nicht, zu dieser Gemeinde hier zu gehören oder in irgendeine Kirche zu gehen. Das bedeutet simpel und einfach, Jesus in seinem Herzen anzunehmen, bevor er wiederkommt. Denn das ist das Beste und die beste Entscheidung, die du machen kannst. Weil dann kommen all die Segnungen der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, der Heilung, der Anbetung, Leben unlimitiert. Life unlimited ist die Segnung. Halleluja. Du hast nicht gelebt, bevor du Jesus nicht empfangen hast. Du hast nur existiert, aber nicht gelebt. Du lebst wegen Jesus. Halleluja. Du lebst, weil Jesus für dich ans Kreuz ging und gestorben ist. Du lebst, weil Jesus sein Blut vergossen hat und den Preis für deine Sünde bezahlt hat. Bevor wir das nicht erfahren, haben wir nicht gelebt, wir haben nur existiert. Aber der Herr ist und möchte, dass du lebst. Denn er ist gekommen, um uns Leben zu geben. To give you life, halleluja. To give you life eternal, ewiges Leben zu geben. Und der einzige Schritt zum ewigen Leben ist, zu sagen, Jesus, I need you. Ich brauche dich, Jesus, that's it. I need you. Das ist der einzige Schritt. Und alle Häupter sind geneigt, alle Augen sind geschlossen. Ich möchte heute fragen, wenn du heute hier bist und du sagst, ich muss diesen Schritt machen. Ich möchte diesen Schritt machen. Jesus, I need you. Jesus, ich brauche dich. Alle Häupter sind geneigt, Augen geschlossen. Ich bin der Einzige, der gerade jetzt herumschaut. Zeig mir an mit erhobener Hand, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich brauche Jesus. Vielen Dank. Haben wir sonst noch jemand? Vielen Dank. Haben wir sonst noch jemand? Vielen Dank. Halleluja. Haben wir sonst noch jemand? Thank you, Jesus. Halleluja. Ich gebe noch einen Moment. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Haben wir sonst noch jemand? Haben wir sonst noch jemand? Thank you, Jesus. Halleluja. Thank you, Jesus. Lass uns zusammen dieses Gebet miteinander sprechen. Und vor allem die, die die Hand gehoben haben, ganz wichtig, dass ihr mit mir jetzt mitbetet. Alle bleiben am Platz sitzen. Alle Häupter sind noch geneigt, Augen geschlossen. Wir beten alle jetzt zusammen. Und die, die die Hand gehoben haben, sollen einfach jetzt richtig mitbeten. Wir sagen zusammen, lieber Vater, ich komme vor dich. Im Namen Jesu. Er ermöglicht es mir, nach Hause zu kommen. Er ermöglicht es mir, leben zu können. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Ich empfange dich in meinem Leben. Ich empfange deine Liebe, deine Vergebung, deine Gnade. Ich bin ab jetzt gerecht, weil du mein Herr bist, ich dein Kind. Jesus, sei mein Herr, sei mein Erlöser. Danke, Herr. Amen. 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 You have won.